Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von 04+. So schnell ist das Wochenende vorbei und heute ist schon wieder Montag und wir sind wieder am Start mit vielen interessanten Beiträgen für Sie. Der Markkleeberger See ist ja weitreichend bekannt als ein wunderbarer Ort der Erholung. Auch die Jugend soll jetzt damit in Kontakt gebracht werden. Und es wird eine Jugendherberge entstehen. Wie genau, erzählt Ihnen mein Kollege. Am Markkleeberger See soll eine neue, moderne Jugendherberge entstehen. Sachsens Staatsminister Thomas Schmidt betonte, dass er sich sehr sicher sei, dass die neue Jugendherberge das touristische Angebot am Markkleeberger See ergänzt und zur Schaffung von Arbeitsplätzen beiträgt. Das Strukturwandelprojekt wird mit rund 15,9 Millionen Euro aus Mitteln des Investitionsgesetzes, Kohleregionen, vom Bund und aus Landesmitteln vom Freistaat Sachsen gefördert. Einen entsprechenden Förderbescheid übergab der Minister für Regionalentwicklung im Kanupark Markkleeberg. Darüber war Markklebergs Oberbürgermeister Carsten Schütze sehr erfreut und erklärte, dass hier ein Vorzeigeprojekt entstehen soll. Ja, also der Neubau der Jugendherberge ist ein Projekt für die junge Generation. Und ich denke, wir haben eine große Verantwortung für zukünftige Generationen. Und deswegen muss so ein Haus für junge Menschen auch etwas ganz Besonderes sein. Es muss also modernsten ökologischen Ansprüchen genügen. Und insofern haben wir gesagt, also wir wollen hier wirklich ein Haus bauen, was viele Besonderheiten aufweist und was auch den Blick in die Zukunft ermöglicht. Und ein Beispiel darf ich nennen, das ist die Seethermie, die wir hier einsetzen. Wir nutzen also den ehemaligen Bergbausee sozusagen, ne, wo früher Braunkohle zur Energiegewinnung gefördert wurde, nutzen wir jetzt das Wasser, was im See ist, zur Energiegewinnung und zur Wärmeversorgung für die Jugendherberge. Und ich denke, das ist ein tolles Projekt, wo wir auch die Ersten hier in der Region sind, die sowas machen. Und insofern ist es für mich schon ein Vorzeigeprojekt. Anhand von Schautafeln erläuterte Carsten Schütze das Projekt des Herbergsneubaus, welcher in der Nachbarschaft des Kanuparks entstehen wird. Entstehen soll eine moderne Jugendherberge, welche sich mit ihrem sportlichen Profil von anderen Häusern abheben soll. 170 Übernachtungsplätze sind vorgesehen. Des Weiteren wird die Jugendherberge um Cafeteria, Infobereich sowie Terrasse ergänzt. Hinzu kommen Außenanlagen von der Obstwiese über einen Grillplatz und Möglichkeiten für Sport und Spiel. Sportlich ist auch der Zeitplan zur Umsetzung des Projektes. Also, wir erwarten in diesen Tagen in der Tat die Baugenehmigung, den Fördermittelbescheid. Wichtige Voraussetzungen haben wir heute erhalten. Dann wird man uns in die Ausführung begeben, die Ausschreibungen und Vergaben vornehmen. Dann beginnt der Bau. Und es gibt einen Endtermin, so eine Zielvorstellung. Das ist 2026, praktisch im späten Frühjahr mit Saisonbeginn. Wäre es schön, wenn wir die Jugendherberge eröffnen können. 30 Jahre nachdem hier aus dem Tagebau Espenhain der letzte Kohlewaggon gerollt ist, wird vor Ort ein richtiges Strukturwandelobjekt fertiggestellt. Im Übrigen eines von 6 Projekten aus dem Bereich touristische Infrastruktur im mitteldeutschen Revier, welche aus dem Investitionsgesetz Kohleregion gefördert werden. Die Idee reift schon etwas länger. Die Idee für den Bau einer Jugendherberge, die tragen wir schon viele Jahre mit uns herum. Also ich bin jetzt 10 Jahre im Amt und vor 10 Jahren bin ich eigentlich angetreten. Wir brauchen dringend eine Übernachtungsmöglichkeiten für junge Menschen in diesem wunderschönen Leipziger Neuseenland. Wir haben leider keine Fördermöglichkeit damals gefunden, viele Jahre praktisch vergeblich gesucht, bis dann 2020 das Strukturkraftstärkungsgesetz beim Bund beschlossen wurde. Und hier öffnete sich jetzt plötzlich eine Tür, über den Strukturwandel dieses Projekt zu realisieren. Und es passt hervorragend zu diesem Gesetz, weil wir schaffen Arbeitsplätze und wir stärken die regionale Wirtschaft mit diesem Projekt. Und insofern ist das ganz toll, und dass es diese Mittel gibt. Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir jetzt loslegen können. Nach der Fertigstellung wird die Jugendherberge dauerhaft an den Landesverband Sachsen des Deutschen Jugendherbergswerks verpachtet und von ihm betrieben werden. Robert Zillmann, Präsidiumsmitglied des Verbandes, bedankte sich dafür, dass sich die Markkleeberger bei diesem Projekt für eine Jugendherberge entschieden haben. Die Liste von Oberbürgermeister Schütze ist lang, um den vielen Wegbegleitern und Wegbereitern Danke zu sagen. Ein Bild sagt mehr als Worte. Und jetzt lade ich Sie ein zu unseren Kurznachrichten in Wort und Bild.
Am Mittwochabend, den 18. Oktober, trafen sich die Mitglieder des Gewerbevereins Burna im Auditorium des Sana-Klinikums Burna zu einem Gewerbestammtisch. Begrüßt hat die ca. 30 anwesenden Gäste der Vorsitzende des Gewerbevereins, Thomas Lungwitz, gefolgt vom Hausherrn, dem Geschäftsführer des Sana-Klinikums Burna, Dr. Roland Bandle. Es folgten verschiedene Vorträge, unter anderem zum Thema Krankenhausreform und einer gesunden Finanzierung im Gesundheitsspektrum, welches Dr. Bandle den Anwesenden näher brachte. Dr. Kai Kohlhaar sprach vom Thema Vorsorge und Prävention und Dr. Alexander Reinshagen erläuterte das Thema Diagnostik. Im Anschluss durften Interessierte noch die Räume der Privatklinik besichtigen. Der hochinteressante Abend fand mit guten Gesprächen an einem kleinen Buffet seinen Ausklang. Ein Dankeschön an Beirat und Vorstand des Gewerbevereins Burna für die Idee dieses Stammtischformates und dem Geschäftsführer der Sana-Kliniken, Herrn Dr. Roland Bandle, und seinem Team für die Organisation und die spannende Agenda. Meine Kollegin, die Astrid Sonntag, war unterwegs und hat ein Interview geführt zum Strukturwandel. Hier ist der Bericht dazu. Die Stadt Bad Lausick mit ihrer Tochtergesellschaft, die den Kurbetrieb hier in Bad Lausick sichergestellt hat, sich schon länger mit dem Gedanken getragen, so ein Kurzentrum zu errichten, untersetzt auch mit den jetzt mit angefügten Elementen eines Gradierwerkes oder eines Gradierdorfes, so hat es ja die Stadt genau konzipiert, und hat jetzt im Strukturstärkungsgesetz und in den Förderungen, die daraus resultieren, eine gute Chance gesehen, das auch umzusetzen. Ist ja mit einem Kostenvolumen von so 6,5 Millionen Euro auch nicht ganz trivial, so eine Finanzierung aufzubauen. Das Strukturstärkungsgesetz wird über eine Förderung rund 4,8 Millionen Euro dazugeben und damit eine gute Kofinanzierung für die Stadt sicherstellen. Und in der Begründung konnte im Grunde auch der regionale Begleitausschuss davon gut überzeugt werden, dass das Projekt des Kneipp-Kurparkes für die Stadt Bad Lausick, für den Kurbetrieb natürlich eine dauerhafte Sicherung des Kurstatus bedeutet, eine Aufwertung auch der Struktur, die in der Stadt vorhanden ist. Also es gibt ja mehrere Rehabilitationseinrichtungen, die Kliniken, die in Bad Lausick vorhanden sind, die im Grunde eine Wertschöpfung erwirtschaften für die Stadt, aber auch für das Umland. Ja, wir haben über 1000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse in der Stadt Bad Lausick und die resultieren natürlich im Wesentlichen auch aus dem Kurbetrieb, aus den Wertschöpfungsbeiträgen, die Kurgäste und auch andere Gäste hier lassen, und das nicht nur im Kurbetrieb, sondern eben auch im Einzelhandel, in der Gastronomie. Und so ist das so ein Querschnitt, wo die Stadt Bad Lausick, aber auch das Umfeld daran profitiert und an diesem Profil Kurstadt Bad Lausick natürlich auch auf Dauer gestärkt wird und in diesem Profil auch genau ins Strukturstärkungsgesetz passt. Die Idee ist, dass wir als Kurstadt nicht mehr nur auf einem Bein stehen wollen. Wir haben also aktuell als Heilbad, als prädikatisiertes Tiefbrunnen, mit unserem Heilwasser, was dort entsprechend kommt, was man eben entsprechend auch genießen kann. Und wir haben gesagt, das ist sicherlich ein schönes Prädikat, ist aber nach außen hin gar nicht so für jeden sichtbar. Und haben uns überlegt, wie können wir den Kurort als solchen, sowohl für alle die hier wohnen und leben, arbeiten, als auch für alle Gäste noch sichtbarer machen. Und dort bot sich einfach das Thema Kneipp an. Sebastian Kneipp als Pfarrer vor 200 Jahren ja auch unterwegs und hat die Kneippsche Lehre entwickelt mit den 5 Säulen, wo eigentlich jeder was davon kennt und die auch heute wieder in abgewandelter Form in aller Munde sind, und haben gesagt, okay, wir schauen mal, inwieweit können wir hier ein Zusatzprädikat erwerben als Kneippkurort. Bedeutung haben wir seit über 200 Jahren als Kurstadt. Wir sind Heilbad aktuell prädikatisiert und freuen uns, dass wir aufgrund dieses Status als Kurstadt schon immer viele Gäste und Besucher bei uns hatten. Menschen, die gesundheitsbewusst waren oder Menschen, die einfach wieder Gesundheit bekommen haben.
Das zieht sich schon über die ganzen Jahrhunderte, kann man schon sagen. Immer wieder mit anderen Gesellschaften, mit anderen Anstrichen. Aus DDR-Zeiten war das ja üblich, dass im ganzen Ort verteilt die Menschen, sag ich mal, in Unterkünften untergebracht waren. Jetzt in der Bundesrepublik läuft das alles ein bisschen anders. Dort wird das alles im Reha-Bereich meistens abgewickelt. Das heißt, die Menschen sind in den Kliniken vor Ort und die private Vermietung ist eigentlich nur noch untergeordnet. Menschen kommen parallel dazu, aber auch mittlerweile zu uns, direkt zu einer ambulanten Kur. Können also auch hier im Frisur entsprechend eine Kur buchen und hier einen Kuraufenthalt verbringen in der Stadt. Und es strahlt natürlich aus. Hier genau befinden wir uns im Garten vom Refresor. Und hier genau an dieser Stelle soll, wenn alles gut geht, das neue Kurmittelhaus von Bad Lausick entstehen mit der Ausrichtung Kneipp. Daher bekommt es von uns den Arbeitstitel Kneipp Kurzentrum. Ob der dann so bleibt, müssen wir mal schauen. Als dreistöckiges Gebäude im Erdgeschoss der öffentliche Bereich mit einem ganzjahres Kneipp Tretbetten, ja, und einem Armbecken, sodass man das ganze Jahr Wasser treten kann. Als die wichtigste Säule oder die bekannteste Säule von der kneippischen Gesundheitslehre. Und in der Etage oben drüber kommt die Therapieabteilung mit einer richtigen Gussabteilung, also so richtig Wassergüsse, so wie man sich das vorstellt, Kneipp, mit Sitzwanne, Badewanne, um Halbbäder, Vollbäder, Sitzbäder zu machen. Dazu kommt noch eine Lehrküche, um die Säule der Ernährung abzudecken. Und in dem Obergeschoss soll es Sanatoriumszimmer geben, um wirklich eine Kneippkur durchführen zu können mit Sanatoriumszimmern, wo man dann auch, wer das möchte, Bettfrühanwendungen machen kann, also Leberwickel, Wadenwickel und dergleichen, um in diesem Haus alle 5 Säulen, die die kneippsche Gesundheitslehre innehat, darzustellen. Ergänzen möchten wir das Ganze noch um ein Gradierwerk. Das wäre dann außerhalb dieses Geländes, ein Stückchen in unserem neuen Kneipp-Kurpark. Passt dort hervorragend rein. Ist eine Salzinhalationstherapie, also wirklich gesundheitsfördernd für die oberen Atemwege. Stärkt das Immunsystem, wie generell die kneippsche Gesundheitslehre. Und das Ganze möchten wir gerne noch ergänzen, weil wir erwarten da noch mehr Gäste, wie wir bisher haben. Und wir kommen schon so langsam an unsere Grenzen. Und deshalb brauchen wir noch ein bisschen Platz für die Gäste und möchten gerne in diese Richtung einen Raum der Begegnung noch, als unabhängig von der Therapie, dass die Gäste zusammenkommen können, dass sie sitzen können, wo man auch mal vielleicht einen Tee trinken kann, dass wir dort noch ein bisschen Platz schaffen. Also das Gesamtprojekt besteht aus 3 Teilprojekten. Das Kneipp-Kurzentrum, das allergrößte, gefolgt vom Gradierwerk und dem Raum der Begegnung. Die Stadt Bad Lausick ist ja die einzige Kurstadt im Landkreis Leipzig. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass das Strukturstärkungsgesetz der Region, und die geht über die Grenzen des Landkreises Leipzig hinaus, dabei helfen soll, die Wirtschaftsstruktur zu diversifizieren, also weiter aufzufächern, sich breiter aufzustellen, ein Stück weit weg von, und das ist ja der Ansatz, von der Braunkohlewirtschaft zu kommen, dann ist das für uns ein Alleinstellungsmerkmal im Landkreis, eine Kurstadt. Es gibt viele touristische Schwerpunkte, neben Grimma und Markkleeberg, die auch regionalplanerisch als touristische Zentren festgeschrieben sind, ist dieser Kurstatus etwas Besonderes. Und den an der Stelle zu stärken und den Wirtschaftskreislauf damit ganz vor Ort, aber auch regional viel stärker zu betonen und die Arbeitsplätze, die direkt durch das Kurkneipp-Zentrum geschaffen werden, die aber auch in den nachgelagerten Gesundheitseinrichtungen gesichert werden, in Dienstleister, in Gastronomie, hat einen wesentlichen Beitrag erbracht, um genau diese Wirtschaftsstruktur in der Region zu diversifizieren und sich insgesamt breiter aufzustellen.
Auch Sie werden es mitbekommen haben, es war wieder viel los und wir waren für Sie dabei. Trotz wunderbarem Herbstwetter und eitlem Sonnenschein wollten wir heute von den Menschen in Grimma wissen, welche aktuellen Themen sie bewegen. Weil was will man hier ändern? Ich mache mir da auch keine Gedanken mehr drüber, weil es bringt nichts. Ja, es ist einfach zum Kotzen, dass sich jeder jetzt den Kopf einhaut und dass das immer schlimmer wird. Das ist eigentlich furchtbar. Finde ich auch, dass das alles sehr schlimm ist mit Israel und das alles nur und auch, ja. Es geht nur hier oben um Glauben. Egal, ob das Islam ist, ob das Judentum ist, Christentum. Überall hauen die sich den Kopf ein deswegen. Das ist die Ursache. Und wenn es einen lieben Gott geben würde, dann würde es verhindern. Ja, man merkt es halt schon natürlich vom Einkaufen her, dass man jetzt bei, wir sind 5 Personen zu Hause, dass man natürlich viel, viel mehr die Tasche greifen muss. Ja. Da guckt man, wo man Einsparungen machen muss. Aber so an sich, wir sind eigentlich ganz glücklich, kriegen es ganz gut auf die Reihe. Bei dem wirtschaftlichen Klima muss ich sagen, dass wir in der ganz großen Leitung unseres Landes Defizite haben, die so schnell wie möglich gelöst werden sollten. Und das sind Sachen, dass man für diese Prädikate noch keine Worte geschaffen hat, um das dementsprechend auszudrücken, wie es den größten Teil der Leute zumute ist. Und ich muss auch sagen, dass es viele gibt, die gegen diese AfD-Sachen sind. Ich bin BFG und so weiter, das nennt sich Bürger für Grimma. Und ich muss auch sagen, dass viele aus unserem Bereich der Meinung sind, dass so schnell wie möglich in Berlin eine Korrektur geschaffen werden muss, bevor Deutschland von der Landkarte gestrichen ist. Und das ist ganz im Ernst gemeint. Neuwahl? Das wird höchste Zeit. Das wird höchste Zeit. Denn wenn man jetzt gesehen hat, was in Thüringen und so weiter Hessen los ist, dann ist das wirklich angebracht, dass wir in Sachsen nicht hinterherhängen sollten und so weiter. Der Kretschmer ist, ich möchte sagen, ein bisschen zu sehr zurückhaltend. Er müsste offensichtlich und offenbarer der Sache entgegenwirken, die jetzt gerade die Misere darstellt. Und das ist eigentlich von den meisten Leuten, die ich kenne, und ich kenne viele, die Meinung. So die ganzen Sachen halt, Krieg, dies, das, aber man macht das Beste draus. Genießt das Wetter und geht seinen Weg. Na klar, ganz viel, was einem da immer so einfällt, wo man dann eben sagt, okay, man wünscht sich natürlich, dass überall da, wo es gerade brodelt, mehr Verstand in die Herzen reinkommt und in die Köpfe, dass man dort wieder klare, friedliche Zeiten findet, ja. Auch schon ein ganzes Stück beängstigend, wenn man sich überlegt, wie dicht die Welt doch zusammengerückt ist, wie schnell sowas alles auch zu einem rüberkommen kann, ja. Ich glaube, wenn da alle einfach im Umgang miteinander einfach ein bisschen aufmerksamer sind und so, dann ist der Welt da auch schon viel geholfen. Ja. Vielleicht erinnern Sie sich noch an unseren Aufruf, uns Ihre Lieblingsplätze mitzuteilen und vorzustellen. Dieser Aufruf gilt weiterhin und wie das dann ausschaut, das sehen Sie jetzt. Ich bin Gunde Storm, ich komme aus Grimma Hohenstedt und bin 14 Jahre alt und mein Lieblingsort sind die Böischen Wiesen. Ich finde den Ort macht besonders die Mulde, eben weil hier ein Strand ist, wo ich mit dem Hund spazieren gehen, also baden gehen kann, hingehen kann zum Spazieren, die Wiese. Sie ist schön groß zum Rennen.
bin im Reitverein aktiv, ich bin auch Mitglied und gehe selber reiten, reite ab und zu hier unten und gucke eben auch gerne zu beim Turnier Kinderreitfest. Ich bin eigentlich fast jeden Tag hier, meistens entweder direkt nach der Schule oder irgendwann abends. Mein Hund findet es hier super, eben weil man viel rennen kann und die Möglichkeiten hat, ins Wasser zu gehen oder über irgendwelche Sprünge zu springen oder Stock zu spielen. Wie wird das Wetter? Das sehen Sie jetzt. Kommt der Winter oder bleibt der Herbst? Zunehmend herbstlicher wird das Wetter auch in dieser Woche. Nur die Temperaturen sind noch relativ warm für den Oktober. Am morgigen Dienstag ist der Himmel am Morgen bedeckt. Die Sonne ist nicht zu sehen bei Werten von 11 Grad. Des Weiteren bleibt der Himmel mittags und auch abends grau und es regnet. Die Temperatur steigt auf maximal 13 Grad. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche noch eine wunderschöne Restwoche. Bleiben Sie gesund!